Moinsen, in diesem Video hier gibt es die besten Smartphones unter 150 Euro. Wenn euch interessiert, welche das sind, bleibt dran. Das Nokia 5.4. Das erste Gerät im Bunde sieht so aus und es hat 64 GB Speicher in Verbindung mit 4 GB Arbeitsspeicher. Reicht im Normalfall für den Alltag komplett aus. Dazu haben wir ein 6,82 Zoll Display mit einer HD Plus Auflösung. Keine 120 Hertz, keine 90 Hertz, normal 60 Hertz. Das Ding hat natürlich Kameras. Ich versuche euch hier ein paar Beispielfotos einzublenden. Die Hauptkamera ist 48 Megapixel groß. Dazu gibt es eine Ultraweitwinkelkamera mit 5 Megapixel und einen Tiefensensor mit 2 Megapixel. Und für unsere ganzen Instagrammer und TikToker natürlich auch eine Frontkamera mit 8 Megapixel, auch ganz gut. Der Akku ist im Vergleich zu den anderen Geräten, die ihr gleich sehen wollt, der kleinste, mit nur 4000 mAh. Dafür hat das Nokia was alle anderen nicht haben, nämlich NFC. Und das zu einem Preis von nur 139 Euro. Vorinstalliert ist Android 10, das Update auf Android 11 ist aber schon bestätigt und soll auf jeden Fall kommen. An sich ein rundum gutes Gesamtpaket. Das Motorola Moto E40, das ist das zweite Gerät, was ich euch vorstelle. Das hat auch, wie das Nokia, 64 GB Speicher und 4 GB Arbeitsspeicher. Display ist mit 6,5 Zoll etwas kleiner, hat aber die gleiche Auflösung mit HD+. Als Besonderheit habt ihr hier aber 90 Hertz als Bildwiederholrate, was für den Preis echt nice ist. Wie beim Nokia auch habt ihr eine 48 Megapixel Hauptkamera, eine 2 Megapixel Makrolinse und eine 2 Megapixel Tiefenkamera. Als Feature stellt Motorola hier noch einen Nachtmodus heraus, der im Dunkeln besonders gute Bilder machen soll. Besonders gute Selfies sind aber auch für viele wichtig und das haben wir hier mit 8 Megapixeln vorne. Als weiteren Pluspunkt gegenüber dem Nokia haben wir hier einen 5000 mAh Akku, das heißt kleineres Display, trotzdem einen deutlich größeren Akku, aber natürlich auch 90 Hertz. Als weitere Gimmicks würde ich sagen, dass es eine Gesichtserkennung gibt und aber auch einen Fingerprint-Sensor. Zusätzlich für alle, die auf den Google Assistant stehen, gibt es hier extra einen Knopf an der Seite für den Google Assistant. Für 139,99 €, der gleiche Preis wie das Nokia, klingt es schon ziemlich gut. Was aber leider fehlt, ist NFC. Das heißt, mobiles Bezahlen ist damit nicht möglich. Das Realme C21Y, sehr nicer Name und leicht zu merken. Und unser drittes Handy hat auch wieder 64 GB Speicher, 4 GB Arbeitsspeicher und ein 6,5 Zoll HD Plus Display. Wie das Nokia hat es auch 60 Hertz. Die Auflösung der Hauptkamera ist 13 Megapixel, also die geringste. Die beiden anderen Kameras, also die Makro- und die Tiefenkamera, lösen auch nur mit 2 Megapixeln auf. Wie bei den anderen zwei Kandidaten auch, die Frontkamera hat 8 Megapixel, also da sollten annehmbare Fotos möglich sein. Der Akku ist wiederum ein Vorteil zu Nokia, denn hier haben wir auch 5000 mAh wie beim Motorola. Als weitere Gimmicks, die cool sind, Gesichtserkennung, Fingerprint-Scanner, aber als große Nachteile wieder kein NFC und als Ladeanschluss haben wir Micro-USB im Jahr 2021. Wer braucht das? Auch hier der Preis 139 Euro, also sind alle drei im Budget von unter 150 Euro. Doch jetzt ist die Frage, was würde ich nehmen? Ich würde, wenn ich nicht damit bezahlen würde, also wenn mobiles Bezahlen mir nicht wichtig ist, das Motorola nehmen. Wir haben einen großen Akku, wir haben 90 Hertz Display, was für den Preis echt ziemlich nice ist, eine Gesichtserkennung, alles mit dabei. Wenn allerdings mobiles Bezahlen wichtig ist, würde ich das Nokia nehmen. Wir haben zwar nur einen 4000 mAh Akku, aber USB-C. Und ich möchte kein Micro-USB mehr im Jahr 2021 sehen. Plus, das hat dann auch noch die höhere Auflösung 48 zu 13 Megapixel. Megapixel sind nicht alles, aber ich denke schon, dass die Bilder besser aussehen werden. Jetzt habt ihr meine Wahl. Welches Gerät davon findet ihr am besten? Schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal für mehr. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Die drei Geräte habe ich mir ganz alleine ausgesucht. Und das sind die Geräte, die ich persönlich am besten finde. Jeder hat natürlich seinen eigenen Geschmack. Das ist das, was ich am besten finde.